Wie ihr anhand der Bilder gesehen habt, geht es diesmal um Victorinox-Messer. Der Dirk Wanger von Messer & Co. hat nämlich jetzt ein paar Eisen von Victorinox im Programm. Und, die wollte ich euch mal heute zeigen. Gerade zwei Modelle finde ich da extrem beeindruckend und sehr cool. Und wir fangen mal mit diesem Modell hier an. Das ist das Hunter Pro Wood in einer Lederpouch. Die sieht qualitativ sehr gut aus, macht einiges her. Und innen liegen dann das Hunter Pro Wood, was ich bei Victorinox auf der Seite lesen konnte. Ist das daraus entstanden, dass die Jägerschaft aus den USA nach einem großen, stabilen Messer fragte. Ja, das ist dann auch so das Einzige, was mir an diesem Messer nicht gefällt. wahrscheinlich der Einsatzzweck. Als Veganer hat man da so seine Probleme. Aber da wollen wir gar nicht weiter drauf rumreiten. Wirklich Kritikpunkte kann ich bei diesen Modellen nämlich nicht finden. Die sind ganz wunderbar. Die sind preislich nämlich nicht ohne. Von daher ganz gut, dass der Dirk die im Programm hat. Link zum Bezug findet ihr in der Videobeschreibung oder bei Messer & Co. einfach mal anfragen. Der Dirk macht euch bestimmt einen guten Preis. Wir haben wunderbar warmes Walnussholz. Das kommt einfach herrlich rüber. Hier jetzt über dem Monitor wird es nach meinem Empfinden deutlich zu warm angezeigt. Da hat der Weißabgleich einfach seine Probleme, weil ich hier noch eine künstliche Lichtquelle habe. Aber es reicht dir definitiv, um einen schönen Eindruck zu bekommen, wie wunderbar sauber diese Holzgriffschalen gearbeitet sind. Die wirklich wunderbar einerseits massiv, wie auch dem ganzen Messer, trotz der Größe und des Umfangs, eine tolle Eleganz und auch Freundlichkeit geben. Das ist wirklich, ich finde das Messer, das Wort, das dieses Messer am besten beschreibt, ist definitiv Handschmeichler. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand diese toll konturierten, wunderbar geformten Holzgriffe nicht gefallen. Die liegen ganz, ganz anschmiegsam, ganz smooth, ganz weich in der Hand und die sind qualitativ für eine Serienfertigung absolut genial. Also wirklich, da hat Victorinox voll abgeliefert. Ich habe hier gerade mehrere davon, so dass ich mir mal einen kleinen Überblick machen konnte. Bei allen waren die Taschen wunderbar gearbeitet, da gab es nichts auszusetzen. Bei allen drei war der Klingstand absolut okay. Die Mechanik des Backlocks war super. Das Holz war bei allen drei absolut superb gearbeitet. Schärfe out of the box war super. Man sieht da einfach, dass Victorinox, wenn nicht der Profi schlechthin im Messersektor ist. Was die da fabrizieren, das hat alles Hand und Fuß. Und bei diesem Modell, bei dem Hunter Pro Wood, wird da voll abgeliefert. In dieses Modell kann man sich wirklich verlieben. Wer große Messer mag, das ist wirklich kein kleines Messer. Da hat man anständig was in der Hand. Auch vom Griff ist das ordentlich Volumen. Kann mir schon vorstellen, dass das wirklich satt und sicher in der Hand liegt, wenn man damit arbeitet. Das ist echt ein tolles Backup-Klappmesser im Outdoor-Bereich. Macht absolut Spaß. Die Einhandöffnung durch so eine Art Spidey-Hole funktioniert ganz wunderbar. Die Toleranzen sind super. Man hat hier, ich kann bei diesen Modellen, was unüblich ist, kein Spiel auf und ab feststellen, hat man sonst eigentlich immer. Bei dem ist das hier jetzt nicht vorhanden. Unterlegt sind die mit Stahlliner noch. Also wirklich ein solides, robustes, ein solider, robuster Aufbau des Messers. Wirklich ein toughes Teil und toll angebracht. Ne? Man hat
wie man das halt kennt bei den Victorinox-Schalen. Keine Verschraubung, das wird toll gemacht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, in das Holz verliebt man sich. Das ist so, definitiv. Also rein von der technischen Verarbeitung liefert Victorinox hier voll ab. Da bekommt man wirklich ein absolut funktionierendes Messer. Optisch ein Knaller. Das ist die Holzgriffschalen sind einfach ein Traum. Und das ist ja auch einfach schön. Man sieht das hier vielleicht, dass man bei Holz wirklich, man bekommt den Einheitsbrei nicht, sondern man hat überall eine andere Struktur, eine farbliche Veränderung. Dieses Walnussholz ist einfach wunderschön. Toller, satter, warmer Ton. Das ist eine ganz, ganz gelungene Wahl. Und die enorm langen Klingen, die dürften diese Messer zu ausgezeichneten Schneidwerkzeugen machen. Und das ist alles ein bisschen robuster ausgefallen. Bei Victorinox sind ja jetzt nicht so bekannt für besonders dicke Klingen etc. Und auch hier hält sich das alles sehr, sehr im Rahmen. Ich würde mal auf 2,5 mm tippen. Aber alles ist halt auf Performance und auf Arbeiten und auf Funktion ausgelegt. Ja, das ist einfach ergonomisch ein großer Spaß, dieses Messer. Optisch ein Leckerbissen und in der Performance wird es mit Sicherheit ausgezeichnet funktionieren. Dann haben wir noch, das hatte der Dennis mal vorgestellt, das Victorinox Rescue Tool. Kommt dann auch wieder in so einer Nylon-Pouch mit den Signalfarben. Da passt dann auch jeder Gürtel durch. Dürfte vielleicht ein bisschen schlackern bei dünneren Gürteln, aber da wird man keine Probleme haben. Klettverschluss, sehr sauber gearbeitet, gefällt mal wieder. Die nachtleuchtenden Schalen funktionieren hier wirklich gut. Wenn man die mal aufgetankt hat, dann leuchten die echt mächtig nach. Die Klinge ist einhändig zu öffnen, hat vorne einen Wellenschliff. Dieses Modell gibt es aber auch mit einer Zweihandklinge, die nicht diesen Ding-Durchbruch, dieses Spidey-Hole, nenne ich es mal, besitzt. Da muss man sich halt dann für eine Version entscheiden. Die Werkzeuge sind alle wunderbar poliert, also wieder tolles Fertigungsniveau und all die Dinge, die man eventuell brauchen könnte. Wirklich viele praktische Werkzeuge. Hier der Phillips-Dreher. Dann dieses Werkzeug, das wirklich auch zum Hebeln, Mini-Pry-Bar, ausgelegt ist. Da gibt es einige Videos zu, Praxisvideos. Ich werde mal gucken, dass ich dran denke, euch die in der Videobeschreibung zu verlinken. Da seht ihr die Teile im Einsatz. Hat ebenfalls einen Liner-Lock, also hat eine eigene Verriegelung. Das spricht dann wirklich für Stabilität für dieses Werkzeug. Dann haben wir die Klinge mit den Serrations, der Gurtschneider, der wirklich sehr, sehr lang ist. Vorne abgerundet, damit einfach Sicherheit gegeben ist. Und hier haben wir die Glassäge, die sehr aggressiv daherkommt. Damit man sich, wenn die anderen Wege alle versperrt sind, man sich einfach durchs Glas raussägen kann. Der Scheibenzertrümmerer ist auswechselbar, den kann man entnehmen und durch einen neuen dann ersetzen. Das ist schon ein sehr, sehr durchdachtes Tool. Und genau das Richtige fürs Handschuhfach. Gibt ja wirklich viele, viele Rescue-Tools und ich denke, man sollte sich da die Suche ersparen und gleich zu diesem Modell von Victorinox greifen. Einfach weil das einen riesigen Funktionsumfang hat, die Verarbeitung spitzenmäßig ist und der Preis auch absolut bezahlbar. Und das letzte Modell, das ich euch zeigen möchte, das ist, obwohl diese Messer wirklich fantastisch sind, die Hunter Pro Wood, ist das hier mein Favorit und das ist das Victorinox, das Ranger Wood 55. Basierend auf ehemaligen Wenger-Modell kommt das ebenfalls mit Holzgriffschalen, ich meine auch mit Walnussholz daher. Und wie die verarbeitet wurden, ist ganz großes Kino. Diese kleinen Taschen, die hier einfach reingefräst wurden, super sauber alles eingepasst. Ganz, ganz große Klasse. Das ist einfach auch ebenfalls ein absoluter Handschmeichler. Nicht so extrem wie hier. Hier ist alles wirklich, also bei diesen Griffen hat man keine Hotspots. Hier hat man doch noch die Werkzeuge, die überstehen, wenn man die Klinge öffnet. Und dann
kann da durchaus nochmal beim längeren Arbeiten ein Druckpunkt entstehen durch die anderen Werkzeuge. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich auch ein echter Handschmeichler und ein Eyecatcher vor dem Herrn, weil die Holzkristallen einfach eine Menge hermachen und Victorinox das wirklich drauf hat, die anzufertigen und anzupassen. Das Arretieren, die Verriegelung, übernimmt ein Linerlock, der ganz sicher anschlägt. Gelöst wird er über das Schweizer Kreuz, sodass man die Klinge wieder entriegeln kann. Die Klinge ist richtig schön lang, da reden wir von knapp 10 cm. Sehr schneidfreudig, auch wieder ganz typisch für Victorinox. Dann haben wir noch die wirklich, wirklich, wirklich lange Säge. Also wer ein schickes Automesser für sich oder wieder als Geschenk noch zu Weihnachten sucht, dem kann ich dieses Modell absolut ans Herz legen. Das ist jeden Euro wert. Ich glaube, da hat man bei pfleglicher Behandlung vielleicht sogar sein ganzes Leben seinen Spaß dran. Auf jeden Fall viele, viele Jahre. Und dann haben wir noch den Korkenzieher. Eine Stechale haben wir noch und wie Dennis sagt, die zwei üblichen Verdächtigen. Den Dosenöffner, kleinen Schraubendreher und hier noch Kapselheber und Kabelabisolierer. Das war's dann auch vom Funktionsumfang. Ein spitzenmäßiges Modell, wo einmal mehr die Holzkristallen das absolute Highlight darstellen. Bin schwer begeistert davon. Die Ranger-Modelle, die sind schon klasse und in dieser Ausführung wirklich, wirklich verlockend, möchte ich sagen. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei Dirk, dass ich die Dinger mal befingern konnte. Wer Interesse hat, schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Bezug und dann war's das auch. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.